Papst Johannes Paul II. Würde am 18. Mai 100 Jahre alt. Das ist Anlass, ein wenig an ihn zurückzudenken. Und wahrscheinlich haben viele von Ihnen diesen Papst miterlebt und können ganz vieles über ihn erzählen und berichten. Er war ein Papst, der ganz lange im Amt war, der unendlich viele Reisen unternommen hat, der ganz bekannt war, sodass manche Leute sagen, es gibt eigentlich keinen anderen Papst als den. Viele junge Menschen haben lange keinen anderen Papst erlebt als Johannes Paul II. Sicher einer der großen Päpste. Und wie in jedem Leben gibt es auch in seinem Leben Dinge, über die man sich streiten kann, die herausfordernd sind, aber das ist, glaube ich, etwas ganz Natürliches und Normales. Heute möchte ich eines nennen, was mich bei Johannes Paul II. Fasziniert. Ich habe gerade in diesen Tagen noch mal etwas über ihn gelesen. Und zwar, dass er seine Berufung erkannt hat. Er war ja Schauspieler zuerst oder wollte in die Schauspielerei hineingehen. Er hat hart gearbeitet in einem Steinbruch. Er musste sich das Leben sehr verdienen. Die Erwartungen an ihn waren ganz anders. Und dann kam auf einmal die Berufung zum Priestertum, die er angenommen hat und die er in schwierigen Zeiten angenommen hat. Plötzlich kam die Ernennung zum Bischof und naja, das Konklave. Ich glaube, man fährt nicht dahin mit der Einstellung, ich werde der nächste Papst, sondern man wird sicher sonst klein und bescheiden und nimmt dann die Wahl in Demut an. Johannes Paul II. Hat, glaube ich, immer zu dieser Berufung Gottes an ihn Ja gesagt. Und seine Wirksamkeit liegt für mich darin, dass er seine Berufung erkannt und gelebt und wirklich bis zum Ende durchgetragen hat. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges für uns, dass wir dem Ruf Gottes für unser Leben Antwort geben, dass wir ihn verstehen und dass wir diesen Ruf leben. Ich möchte Ihnen ein kleines Lied mitgeben, das Papst Johannes Paul II. Fasziniert hat, was er selber gehört hat in seiner polnischen Zeit von Mitgliedern einer geistlichen Bewegung und was sie ihm gesungen haben bei einem seiner Polenbesuche. Ein Lieblingslied, wo er auch gerne mitgesungen hat. Einst kam der Herr an das Ufer, suchte Menschen, bereit ihm zu folgen und die Herzen mit ihm zu fangen. Du, Herr, blicktest mir tief in die Augen. Lächelnd nanntest du heut meinen Namen. Und mein Boot lasse ich am Strande zurück, zu beginnen neuen Fischfang mit dir.